Willkommen zu Die Welt des Kinos ist magisch und zahlreich. So zahlreich, dass wir gar nicht nachkommen können, alles zu sehen. Aber wir wollen es versuchen, denn es ist unsere Pflicht als Kritiker. In der cineastischen Kunst sind schon viele Kritiker gewesen, viele sind gescheitert. Auch wir. Der viel besprochene Film der Gegenwart, Der Joker, wo es um... Wollen wir uns doch mal anschauen, was hinter diesem Phänomen steckt. Du störst mich bei der Arbeit. Ja. So, was hast du gesagt? Ja, vor der Kamera. Hast du ein Feuer? Kannst du das Mikrofon bitte verdammt doch mal in Ruhe lassen? Wo ist mein Feuer? Warte, ich habe ein Feuer. Georg, hier. Ich hab schon. Doch mal. Ja, es fängt an mit einer tätowierten Frau, die von irgendeinem Auftragskiller, gespielt von Michael York, seine beste Rolle seit Austin Powers, gleich einmal brutal niedererschossen wird. Ja, in der ersten Szene offenbart sich gleich Karl Merkert in einer Nacktszene beim Sex. Weil eigentlich wird er erst später revealed im Film, aber an seinem Penis erkennt man sofort. Ja, also das nur ist der Merkert. Genau, wo auch der Satz herkommt. Mhm. Der Spatz von Merkert. Musst du sagen, dass ich den Film nicht gesehen habe? Nein, das muss man nicht. Es spielt in Nürnberg. Und es geht um die deutsche Polizei. Das ist ja auch ein Thema, wo Leute gemeint haben, wird Gewalt glorifiziert. Das ist übrigens mein geheimer Oscar-Tipp. Buffen in der Hand. Er ist auch einmal im Rollstuhl. Jeder redet aber über den Joker. Aber der Film schaut so aus, als wäre... Der Film schaut aus... Es war ihnen sehr wichtig, wie man gesehen hat, dass es auf authentischem Film gedreht wird. Eine Tradition, die aufrechterhalten wird von Leuten, die Christopher Nolan... Es ist schon eine sehr digitalen Fetischisierung und zurück zu den Roots. Der Film schaut dementsprechend scheiße aus. Also ich sehe Leinwände, die größer sind als 35 mm, deswegen weiß ich nicht, warum sie diese Wahl gemacht haben. Man konzentriert sich dann besser. Man muss konzentriert da hinschauen, wenn das so ja, klein ist. Ja, das ist halt für doppelbödige Kritik an der Gesellschaft der 80er und den Streaming-Kulturen der 33-10. Welcher Boden? Ein paar Kakerlaken sind meistens unterm Boden, zumindest bei mir. Und diese Käfer aber manifestieren sich in der Hamburger Nacht, in der Nachtszene. Hast du nicht Nürnberg am Anfang gesagt? Nürnberg, Hamburg. Deutschland. In irgendeinem Burg halt. Dem Joker mit Peter Maffay, Regie Peter Patzak, ein von zwei Rollstuhlrädern, also ist ein bisschen wackelig, kann nicht wirklich gerade fahren und funktioniert nicht wirklich als Gehhilfe oder ähnliches. Ein Rollstuhl ist prinzipiell keine Gehhilfe, aber ja. Die Story hapert ein bisschen, das Ende ist auch sehr merkwürdig, vor allem weil ich es nicht gesehen habe. Aber sonst ist es ja ein Film. Ich würde sagen, es ist ein Film. 6 von 10 Rollstühlen. Das sind viele Rollstühle. Ihr könnt es, ist online anschaubar auf Amazon Prime gratis. Keine Ahnung, warum jetzt alle ins Kino gehen dafür. Ja, es ist eh gratis online. Das verstehe ich auch nicht. Oscar würde ich ihn nicht nominieren, aber ich würde ihn auf alle Fälle das auf ProSieben schauen lassen, die Übertragung. Aber so nur bis zur Hälfte. Das hat er sich verdient. Nicht. Du hast etwas. Mm-hmm.